Guck mal, liebe Pöhlersbande, da sind wir fast am Trainingsgelände angekommen. Ja, und der erste BVB Puma Bus DoBV ist auch schon am Start mit der 789. Also nicht mehr lange, bis wir am Trainingsgelände sind. Und dann ist heute endlich wieder öffentliches Training. Und wir freuen uns natürlich, mit von der Partie zu sein. So, liebe Pöhlersbande, da sind wir angekommen in Dortmund, in Brackel, um genau zu sein. Das erste öffentliche Training der Saison steht an und wir haben natürlich Bock, da mal vorbeizuschauen. Ist noch eine überschaubare kleine Trainingsgruppe beim BVB, denn die Nationalspieler, wie ihr ja auch im Newsflash erfahren habt, die Nationalspieler, die haben noch frei, wohl verdient. Ja, beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber auf jeden Fall starten die ja am 8. Juli erst wieder. Ja, aber trotzdem, ne? Der Herr Außenrist ist am Start natürlich. Donny Malen ist da. Mukuku ist da. Was haben wir denn noch so am Start? Moderhut ist am Start. Der Herr Wolf ist da. Also auf jeden Fall schon einige Profis. Und natürlich auch die Jungprofis, ne? Wo wir auch mal genau gucken wollen, wie machen die sich denn so? Der Herr Rothe und so, ne? Der Herr Semitsch. Der Herr Fink, schöne Grüße an der Stelle an euch Jungs. Also ihr werdet genau beobachtet heute von den Pöhlers, ganz kritisch, analytisch. So, liebe Pöhlersbande, wir haben auf jeden Fall das Ende der Schlange erreicht, um überhaupt da reinzukommen, ja, aufs Trainingsgelände. Also, du bist jetzt gleich auch beim Training mit dabei, ja? Ja. Und auf wen freust du dich am meisten? Auf Morey und du. Hummels, auf Wolf. Ja, eigentlich auf alle. Und vor allen Dingen auf die ganzen jungen Spieler, wie Rothe, wie Semitsch und so. Das ja, ja ich auch. Guck immer deine Videos. So, da waren wir stehen geblieben, ja. Ne? Ja. So, wo sollen wir denn mal? Irgendwo, noch ist genug Platz. Ja, noch ist genug Platz, da hast du recht. Aber jetzt müssen wir das mal einmal richtig stramm ziehen, damit das auch wird. Super, danke schön. Gerne doch. Ja, warte, dann sind wir schon dabei, dann machen wir das natürlich. So, warte mal, jetzt mal einmal auch noch mal irgendwie ein bisschen stramm ziehen. Ja, guck mal, das ist doch Einsatz hier. Danke. Gerne. Vielen Dank. Hör mal, nicht dafür, sehr gerne. Ja, klar. Ich soll in die Mitte gehen? Ja, dann ab dafür. Dankeschön. Immer kein Thema, sehr gerne. Ja klar, ja klar. Dankeschön. Sehr gerne. Hat geklappt, ja? Ja, super, danke. Ja klar. Ist das warm hier, Freunde? Es ist einfach unfassbar warm hier. Ja, sag mal. Ja klar. Dann ab dafür. Super, danke. Danke. Sehr gerne. Am besten hier noch. Ich wollte gerade sagen, ey, schwarz auf schwarz. Ja, ne? Oder bei mir, das ist eh seins. Achso, ja, ja. Ja, ja, hier wir können, jede Schoss wird genutzt. Ja, aber warte, dann soll man nicht. Dann machen wir, komm, dann machen wir hier auf den. Yes. Haben wir die Karte gewonnen? Ja. Wer war da? Ah! Yeah. Ja! Wart ihr da? Ja, wir waren da. Können wir mit deinem Spaß gemacht. Die Einzigen in Dortmund-Trikot. So ist es richtig. So ist es richtig. Auch bei den Blauen, ne? Immer schön gelb-schwarz. Haben wir angehabt. Wir waren die Einzigen. So. Können wir bitte ein Foto machen? Ja, klar. Danke. Logisch. Hast du? Hi, willst du ein Autogramm haben? Wohin sollen wir denn? Vorne, hinten, vorne? Pass auf, dann ziehen wir das mal einmal ein bisschen genau. Warte mal. Hier kann ich auch gleich den Stift da machen. Wo willst du? Hinten? Ja, da müssen wir mal gucken, wo wir uns was finden. Warte mal. Jo. Ach so, das war, warte, dann die Kappe drauf. Ja. So, jetzt bitte. Freunde, so kann man die Wartezeit auf jeden Fall hier überbrücken. Ne? Warte, geht ihr mal nach außen? Einer, ja, okay, dann damit du, genau. Habt ihr? Perfekt.
Ja, klar. Ja, ja, klar. Klar. Warte. Wo willst du? Irgendwo hier so? Das kommt morgen auf YouTube, ne? Ja. Safe. So, liebe Leute, ich habe gerade tatsächlich meinen 36. ist richtig? 36. Kanalabonnenten getroffen. Also das ist mal wirklich eine feine Nummer. Und ja, das freut mich auf jeden Fall, dich zu treffen. Heute erstes öffentliches Training. Auf wen hast du am meisten Bock? Ich weiß nicht, wer da ist, aber Hummels ist da, Malen ist da, Morey ist da, Wolf ist da. Malen. Ja, jetzt gerade habe ich erfahren, du bist eigentlich mittlerweile gar nicht mehr hier, nein, sondern? Nein, aber ja, ich lebe schon ein paar Jahre in Spanien, aber das hat damit nichts zu tun, trotzdem BVB-Fan zu sein, schon seit vielen Jahren. Hatte auch mal das Vergnügen gehabt, vor etlichen Jahren mal die Truppe mit Manni Burgsmüller und Ralf Hussmann und so, die machten Saisonabschluss da kennenzulernen, war prima, lockere Jungs und hat viel Spaß gemacht. Und jetzt bist du wieder hier und hast gesagt, nein, jetzt trainieren nur Sie? Urlaub und dann mal im Training mal zugucken, ja, die Chance nutzen, mal zu sehen, wie die Jungs sich so vorbereiten. Das habe ich also live ja auch noch nicht so gesehen hier von Dortmund. Und das wäre eine gute Sache. Ja, eigentlich gut. Die Neuverpflichtungen halte ich für sehr stark. Sind sie ja wohl auch und sie müssen es nur zeigen und dann könnte man eine gute Saison spielen, würde ich sagen. Was heißt gute Saison spielen? Was denkst du, ist möglich mit der Truppe? Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir doch mal die Bayern abfangen können und mal wir sollten mal die Spiele gegen die schwächeren Gegner punkten bis zum Schluss und ja, dann können wir die Bayern vielleicht mal abfangen. So nämlich, Freunde. Okay. Habt ihr gehört? Also die schwächeren Gegner erstmal mitnehmen und dann werden wir Meister irgendwann. So, liebe Pöhlersbande, Hallöchen. Liebe Pöhlersbande, wir sind drin in der heiligen Jugendarena des BVB. Und ja, ihr habt es ja gesehen, was hier los war. Völlig cool, viele kleine Borussen auch zu treffen. Ja, die haben auf jeden Fall jetzt schon mal alles richtig gemacht mit der Vereinswahl, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, jetzt gleich sind wir dann wirklich drin. Dann zeige ich euch die ersten Bilder vom Jugendstadion und dann heißt es Training bei Borussia Dortmund und dann heißt es Hallo Edin, willkommen zurück auf dem Platz, wo du eigentlich auch hingehörst, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Erwartungshaltung sage ich aber trotzdem nochmal, Leute, Meister wirst du irgendwann wieder, ne? Aber es muss nicht in dieser Saison sein, ist zumindest wirklich meine Meinung. Kleinere Brötchen backen und einfach geilen Fußball spielen, leidenschaftlichen Fußball spielen, Vollgas geben, sich reinhauen für den Verein. Ich glaube, das sind so die Tugenden, die wir erwarten müssen und erwarten können und erwarten dürfen als Fans. Und ich glaube, das machen auch die meisten, mit denen ich so gesprochen habe hier. Aber das kann man nicht, oft genug betonen. Und ja, auf jeden Fall sehr cool. Und ich werde bestimmt auch noch die ein oder andere Stimme gleich mal einfangen für euch. So, Freunde, ich weiß nicht, wer von euch in den Vlogs aufgepasst hat, aber den jungen Mann kennt ihr. Schreibt mal bitte in die Kommentare, bei welchem Spiel wir uns getroffen haben. Wenn ihr es wisst, das wäre brutal. Ja, Trainingsauftakt, BVB, du hast Bock? Definitiv, klar. Also nach so einer langen Zeit endlich wieder die Truppe zu sehen. Ne? Klar, ohne Neuzugänge, nur der Ersatzkeeper Alexander Meyer dabei. Ne? Aber trotzdem, nach so langer Zeit endlich mal wieder hier zu sein. Ja, Vorfreude ist da. Ist da, ne? Also was denkst du denn? Was sehen wir heute auch beim öffentlichen Training für eine Truppe? Eher wahrscheinlich ein bisschen chilliger, ein bisschen lockerer? Oder meinst du, die geben schon unter Edin direkt ab dem ersten Training wirklich mal Vollgas? Ich denke mal, es wird nicht so intensiv sein wie jetzt in den kommenden Wochen. Erst mal ein bisschen entspannter. Aber natürlich mit den Nachwuchsspielern auch aus der U19, U23 vielleicht aufgefüllt, dass man da auch schon so ein bisschen Intensität reinkriegen möchte, um zu zeigen, erstmal so, was auf dem Platz heute abgehen wird. Ja, ich meine, sind natürlich auch Jungs da, die sich beweisen wollen, die sich auch beweisen können. Rote, Semic, whatever. Die ganzen Jungen, die jetzt wirklich hochgezogen worden sind. Denkst du, die werden Chancen haben unter Edin so wirklich? Ja, ist schwierig natürlich. Kommt auf die Position an, weil wir sind natürlich auf verschiedenen Positionen auch in der Breite sehr gut besetzt. So zum Beispiel auch auf der Rechtsverteidigerposition. Simic wird es schwer haben mit vier weiteren Konkurrenten. Aber ich denke schon, dass Edin auch die jungen Spieler einsetzen wird, weil er ist ja auch so ein Typ, der auch in die Jugend schaut und auch auf den Nachwuchs setzt. Und ich glaube, die werden auf jeden Fall die Chance haben, vielleicht mittelfristig auch dann mal reinzuschnuppern. Das können wir auch vorstellen. Und jetzt, last but not least, Saison-Prediction. Was erwartest du denn von den Jungs? Ja, natürlich, jetzt der Umbruch ist natürlich hart jetzt erstmal. Also ich denke mal, dass wir ein anderes Gesicht von der Mannschaft sehen werden in der neuen Saison. Müssen.
müssen. Und das wird man doch auch auf dem Platz sehen. Aber jetzt Richtung Platzierung zu gehen, ich denke mal, Champions League ist erstmal, dass wir da weiterkommen in der Gruppenphase definitiv, auch wenn wir natürlich eine schwere Gruppe bekommen durch den Lostopf 3, den wir haben. Aber jetzt irgendwie von Meisterschaft zu sprechen, ist zu früh für mich auch. Und ich würde sagen, wir müssen erstmal der Mannschaft ein bisschen Zeit lassen, dass sich alles zu entwickeln. Und dann wird sich in den nächsten Monaten zeigen, wie gut die Truppe mittlerweile schon ist. So nämlich, Freunde. Genauso sieht das aus. Deswegen habe ich den Jungen jetzt nochmal reingeholt für eine geballte Expertise hier. Vielen lieben Dank. Genieße es auf jeden Fall. Und Freunde, da hat eine Ahnung. So, jetzt müssen wir ganz leise sein. Denn so machen das die Profis vom BVB selbst. Ich mache das mit einem Handy. Ne? Das ist der Unterschied. Ja, Freunde, ein bisschen Zeit haben wir noch. Jetzt habe ich gerade gehört, nicht 15:30, sondern 16 Uhr ist Auftakt. Ich glaube, vielleicht wegen der Nachfrage der Menschen, weil es wird wirklich immer voller und voller und voller und voller. Ist es besser so? Ja. Ich sehe das ja immer nicht. Das ist der Nachteil am Vloggen. Aber vielen Dank dafür. Also wie gesagt, 16 Uhr geht es los. Schön, dass ihr alle da seid. Wer hat Schulferien? Ja, wer hat Schulferien? Die Einstiegsfrage beim öffentlichen BVB-Training. Also, ich habe keine Schulferien, ich hätte gerne welche.
Ja, ich glaube, die ersten Sprints der Saison waren auf jeden Fall anstrengend, wenn man sich das so anguckt. Die Spieler sind platt. Das Training ist vorbei und die Jagd auf Autogramme beginnt. Die Jungs haben auf jeden Fall Bock. Ja, ist er der Marius? So, Marius, wie war denn die erste Einheit wieder vor Fans beim Training jetzt hier? Gut, gut. Anstrengend, aber hat Spaß gemacht. Ja? Ja? Endlich mal wieder schwitzen. Hast du sonst nicht mehr getan, ne? Ja, von der Sonne nur. Ja, ja, ist richtig. Nein, ich war jetzt im Urlaub auch. Kannst du auch runtergucken. So, Tom, Junge, wie ist es? Wie ist es? Super ist es. Das erste Training so? Ja, war anstrengend heute ganz schön. Hätte nicht gedacht, dass es heute schon so abgeht, aber ich hab Bock. Hast mal gucken, wie es wird. Haben wir gesehen. Was war die schönste Übung jetzt heute so? Die Sprints am Ende, die waren super. Ja. Haben wir noch viel Erfolg, Junge. Ja? Ja, danke. Danke. Also, ihr riecht's. Ja, klar. Gut, also links, da kommt der Edin schon schön. Da kommt nämlich der 12-Jährige. Ja, macht los. Bitte. Ach, hier ist super. Machen wir ein Bild eben? Ja, perfekt. So, Edin. Eine schnelle Frage gleich von den Böhlers an dich. Toxi? Der Toxi. Warte. Ja, komm. Geil. So, Edin, eine Frage. Erste Mal wieder als Chef um Platz. Wie war es denn für dich? Geil. So, liebe Pöhlers-Bande, das war der Vlog vom ersten öffentlichen Training von Borussia Dortmund in dieser Saison. Ja, kleines Fazit von mir. Es war natürlich ein relativ entspannter Auftakt. Es war allerdings viel mit Ball. Ja, also es ist viel wirklich mit Ball gemacht worden. Viele Passformen, bisschen Spielchen auf kleine Tore, bisschen was für die Stimmung auch einfach, bisschen klein-klein und so. Und eins kann man auf jeden Fall sagen, die Stimmung ist ja ausgelassen bei Borussia Dortmund. Die Stimmung ist gut nach dem Urlaub und ja, das ist erstmal das Wichtigste. Ja, es hat auf jeden Fall echt wieder Bock gemacht, ja, Lust auf die Saison. Ich hoffe, es hat euch gefreut, dass ich euch hier so ein bisschen mitgenommen habe. Und wenn es euch gefreut hat und wenn euch dieser Vlog gefallen hat, dann natürlich wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr hier auf diesem Kanal. Ich bin fürs Erste raus. War ein schöner Tag, wünsche euch noch eine gute Zeit und sage bis dann, euer Toxi. Nur der BVB, Freunde.